Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei StarCraft 2. Ja, hier oben läuft noch ein paar Sachen durch in den Nachrichten, da geht immer sehr viel ab. Das habe ich sonst nie bemerkt. Aber ja, bevor wir uns den geilen Nachrichten widmen. Nein, doch, wir widmen uns jetzt erstmal schon den geilen Nachrichten. Ich liebe die einfach, weil die so geil umgesetzt sind. Und auch die Werbung, und so, die ist so gut gemacht, ey. Also hören wir uns mal rein, was die Nachrichten zu berichten haben über unsere Heldentaten. Meine Damen und Herren, jeden Abend präsentiere ich Ihnen die Nachrichten, so sachlich und fair wie nur irgend möglich. Heute Abend jedoch habe ich einen Kommentar vorbereitet. Man hat mich gefragt, wo genau der Unterschied zwischen unserem Anführer Imperator Mengsk und dem Verräter Jim Raynor läge. Ich wurde darauf hingewiesen, dass Mengsk in seiner Jugend auch gegen die Regierung rebellierte und die Macht durch Gewalt und subversive Taktiken an sich gerissen hat. Warum soll es dann falsch sein, wenn Jim Raynor in gleicher Weise vorgeht? Nun, es gibt da einen Unterschied. Als Imperator Mengsk seine Revolution einläutete, bestand keine Gefahr für die Existenz der gesamten Menschheit. James Raynor hingegen betreibt seine Rebellion, während wir uns mit zwei Alienvölkern im Krieg befinden. James Raynor, haben Sie denn kein Gewissen? Sollten jetzt nicht alle an einem Strang ziehen? Stellen Sie Ihre nichtigen Probleme hinten an, während die Menschheit gegen diese Alien-Bedrohung um ihr Überleben kämpft. Alle haben sie was zu meckern. Boah, der Kommentar. So sachlich und fachlich wie möglich. Ja, der kleine und feine Unterschied ist die Zeit. Nein, eigentlich nicht. Ja, Mengs hat ja eigentlich die großen Probleme mit den Alien-Rassen eigentlich erst verursacht, ne? Wenn man das so betrachtet. Aber ja, gehen wir mal weiter zum Arsenal. Ja, doch, zum Arsenal. Oh, wir haben also. Wir können was upgraden. Nice. Die Rächer, haben wir die schon upgradet? Ja, ne? Ah, ne, das habe ich schon gekauft, das nicht. Ich kann die sogar noch weiter upgraden. Und wir hätten jetzt nochmal eine Fahrzeuge. Helion. 10 Schaden gegen leichte Rüstung, verdoppelt die Breite des Helions Flammenwerfers. Kopos gewinnt eine Reichweite. Kopos erhalten 50% Trefferpunkte. Da würde ich eher die hier nochmal kaufen. Das ist schon gekauft, genau wie das. Ja, sonst hole ich mir noch das hier. Wunderbar. Und damit hätten wir dann erstmal alles Wichtige aus meiner Sicht gekauft. Im Arsenal gehen wir doch mal zurück ins Labor und gucken, was hier so Neues ist. Ich habe keine Ahnung, ob sich da irgendwas aktualisiert hat. Ich lese es mal vor. Die geborgene Zerg-Probe entwickelt sich immer weiter. Sie hat keinen neuralen Kortex entwickelt, zeigt jedoch eindeutig motorische Funktionen. Sie gibt mehr Hitze ab, als sie jemals in diesem Tank absorbieren könnte. Ah, das hatten wir schon vorgelesen. Dann lasse ich es mal sein. Was? Ist das das letzte? Ja, doch, ist auch dasselbe. Ja, sorry, also, dann rede ich jetzt hier irgendwas Neues? Nein, das kann ich auch nicht anklicken. Im Labor? Ah, doch. Ey, was ist das laut? Ich brauche unbedingt Protoss-Artefakte. Gut, erstmal mit Hansen reden. Jim, lass mich dir helfen. Was ist wirklich auf Tarsonis passiert? Was immer es war, ich kann sehen, wie es dich innerlich auffrisst. Tarsonis. Dort hat alles angefangen. Mengsk hat einen Psi-Emitter von der Konföderation gestohlen und dort eingesetzt. Er hat gewusst, dass er die Zerg anlocken würde und unsere Revolution hat genau an diesem Tag begonnen.
Dem Tag, an dem Mengskan den ganzen Planeten ausgerottet und es dann Gerechtigkeit genannt hat. Mein Gott, Milliarden unschuldiger Menschen. Das ist einfach nur bestialisch. Kein Wunder, dass du ihn so sehr hast. Ja, wunderbares Gespräch. Woher weiß sie eigentlich, dass Tanzon, dass irgendwas stattgefunden hat? Das ist eher die Frage, ne? Mhm. Aber ja, sorry, ich muss mich, hab mich gerade anderweitig beschäftigt. Kann ich mit der Person hier reden? Benutzer identifiziert. Nein. Dann Matt. Reden wir doch mal mit Matt. Ich habe nach einem Verschlüsselungsexperten gesucht, um auf den geborgenen Adjutanten zugreifen zu können. Kein Glück bis jetzt. Colonel Orlan in Deadman's Port kann alles knacken. War schon lange nicht mehr dort. Sag mal, beim letzten Besuch hattest du doch am Ende plötzlich einen Ehering am Finger. Ich hab's Ihnen schon mal gesagt. Ich hätte nie bei dem Kartenspiel mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, was der Preis ist. Ach, wenn Lebende wieder zusammenkommen, raubt es mir immer den Atem. Ach. Oh, 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 was bahnt sich denn da an? Oh. Verdammt, haben wir viele Sachen. Belchi hatten wir schon. Da hätten wir Deadman's Port. Ist die größte Siedlung auf dem Planeten Deadman's Rock. Mit ihrem berüchtigten Ruf als gesetzloser Ort ist schon lange eine Zuflucht für Schmuggler, Piraten und Söldnergruppen. Die abseitige Lage ermöglicht dem Ort seine Unabhängigkeit zu wahren, obwohl das dortige Publikum jede der größeren tyrannischen Fraktionen gegen sich aufgebracht hat. Interesting. Heaven. Ungeachtet seiner idyllischen Lebensbedingungen hat Heavens unmittelbare Nachbarschaft zum Protoss-Territorium dazu geführt, dass sich tyrannische Kolonisationsbemühungen in Grenzen hielten bis heute. Xil. Xil? Xing? Xil? Xil. Ich nenne es einfach Xil. Alles Leben auf Xil, nee, Xil wurde schon vor langer Zeit ausgelöscht. Ausgrabene Ruinen legen nahe, dass die einheimischen Alien-Kulturen quasi über Nacht vernichtet wurden. Ah, hört sich nicht ganz gut an, um zu erforschen. Egal, gucken wir mal drauf. Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xil holen. Xil? Anscheinend haben wir Spezialistenteam dahin geschickt, aber vor 2 Tagen den Kontakt verloren. Pech gehabt, würde ich sagen. Dafür holen wir noch einen Gefahrenzuschlag für die Mission raus. Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut, aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Sie antworten auf keiner Frequenz mehr. Wir müssen dahin und sehen, was passiert ist. Vielleicht waren sie dem Zerg-Virus ausgesetzt. Außerdem befinden sie sich am Rande des Protoss-Raums. Jim, ich mache mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Ja, das ist auf jeden Fall berechtigt. Gehen wir jetzt Deadman's Port. Wir müssen noch immer Zugriff auf den Adjutanten erhalten, den wir auf Tarsonis gefunden haben. Unser alter Söldnerkollege, Orlan, ist ein Experte im Entschlüsseln von konföderierten Codes. Wenn unsere Informationen stimmen, sollte er sich noch immer in der Spelunke in Deadman's Port aufhalten. Er ist nicht sehr vertrauenswürdig, aber er ist unsere beste Chance, diese Codierung zu entschlüsseln. Auf Belchir gibt es ein seltenes Gas, das die Protoss Hauch der Schöpfung nennen. Sie betrachten es als Geschenk ihrer Götter. Wir nennen es Terrazin und dem richtigen Abnehmer ist es ein Vermögen wert. Natürlich werden uns diese Protoss erledigen, wenn sie uns auf ihren heiligen Boden erwischen. Oder zumindest werden sie es versuchen. Da ist die Frage, was wir machen müssen. Das ist auf jeden Fall hier die Hauptmission. Und der Rest sind in die Nebenmission. Auf Zill habe ich gerade keine Lust. Heaven könnte ich halt machen. Und halt Belchir. Ja. Gehen wir mal von links nach rechts. Also Belchir, dann Heaven, dann Zill, dann Deadman's Port. Hört sich doch vernünftig an. Gott, habe ich viele Missionen. Dann starten wir gleich die Mission und wir sind schon bei 10 Minuten. Verdammter Mist. Da sind wir, Mann. Ist doch viel hübscher aus Redstone, oder? Ich kämpfe lieber nicht gegen die Protoss, wenn ich es vermeiden kann. Nicht einfach gegen welcher Protoss? Fanatiker, die Tal'Darin genannt werden. Sie glauben, dass das Terrazin
Wenn die Tal'Darim aus der Luft angreifen, sind wir geliefert. Swan, lade die Goliath-Pläne hoch. Wenn ihre Luftabwehrraketen noch etwas taugen, haben wir vielleicht eine Chance. Alles klar, Cowboy. Ich lade die Pläne in die Fabrik, sodass wir mehr bauen können. Wann die Dinger nach all den Jahren wiederzusehen? Wie kommen wir an das Terrazin? Siehst du diese alte Mystiker der Tal'Darim stellen sie auf, um das Terrazin einzusammeln. Wir müssen nur die Kanister angreifen. Unsere WBFs können das Terrazin abtransportieren. Wir müssen sie nur dabei beschützen. Mit ein bisschen Glück haben wir, was wir brauchen, bevor die Tal'Darim uns bemerken. Na dann, los geht's. Ach, als ob wir Glück haben. Als ob wir da Glück haben, Wayner. Da hat man kein Glück. Die werden uns natürlich bemerken. Aber by the way, der Planet sah übelst schön aus von dem Bild her. Egal, gehen wir weiter. In die Mission. Was liegt an? Nur zu. Was nicht passt, wird passend gemacht. Schlechte Neuig? Bang. Worauf soll ich ballern, Sir? Freu mich schon drauf. Hier bei diesen Koordinaten kannst du das Terrazin finden, Bruder. Das sollte uns das Leben etwas erleichtern. Unsere WBFs können die Terrazin-Kanister abtransportieren. Es wird eine Weile brauchen, bis sie die Kanister eingeladen haben. Also passt bloß gut auf sie auf. Mhm. Button! WBF bereit. Erweiterung fertiggestellt. Na, dann erweitern wir auch gleich das mal. Wir auf jeden Fall einige. Jetzt beginnt das der Aufbau wieder. WBF einsatzbereit. Wie viel brauchen wir denn? Dann fangen wir hier oben mal an. Würde ich auf jeden Fall mit Helios oder ja mit Helios würde ich dann erkunden gehen. Ein paar Schiefen. Was wichtiert? Aus der Bahn? Ah, die werden den Anfang nicht versiegeln. Verdammter Mist. Wow, Heigen erschreckt! Mhm. Nochmal 5, dann werden wir ja bei 13. Ah. Immer noch zu wenig, aber immer mehr als besser als gar nichts. Irgendwie so. WBF bereit. Ich weiß, bevor wir noch nicht angefangen haben, geht das glaube ich noch gar nicht los. Ne? WBF einsatzbereit. Ich finde es so komisch, dass man sich, wenn man so eine Mission aufbereitet, so gar nicht vorbereitet anscheinend. Durchgeladen und entsichert. Ja, das ist auf jeden Fall fast fertig. Das ist sehr nice. Das früh am Anfang zu machen, hilft auf jeden Fall. Auch wenn es sehr viele Ressourcen kostet, besonders wenn man so von Anfang an Maschinendock hat. Lohnt sich einfach, egal was man sagt. Nicht genügend Mineral. WBF einsatzbereit. Ist ja nicht mein Geld. Was wichtiert? Hm. Dann gib mir mal. Kapiert! Nee. Kostet. Übertragung. Dieser Boden war den Tal'Darim schon heilig, weit bevor Terraner das All bereisten. Ihr müsst sofort umkehren. Ah, Schnauze. Immer langsam. Wir brauchen nur ein bisschen von dem Gas hier. Dann sind wir auch schon wieder weg. Nein. Ihr werdet den Hauch der Schöpfung nicht beschmutzen. Tal'Darim-Krieger, exekutiert alle, die unsere Altäre entweihen. Die Protoss machen mobil, Sir. Sie werden unsere WBFs aufs Korn nehmen, wenn wir das Terrazin-Gas anrühren. Wir konzentrieren uns besser auf einzelne Abbaugebiete und schützen uns mit Eskorten. Mhm. Nicht WBF einsatzbereit. Button!
Und dann hätten wir noch 5 dazu, dann wäre bei 17, das passt. Wir halten so viel aus. Aber ich brauche so viel mehr von diesen Dingern. Schlechte Neuigkeiten? Was nicht passt, wird passen. Warnung, die Tal'Darin versiegelt einen Terrazin-Altar. Na toll, die Tal'Darin versiegeln die Terrazin-Altäre. Da kommen wir nicht mehr ran. Wenn sie so weitermachen, können wir nicht mehr genug sammeln. Aber wir können sie davon abhalten, die zu versiegeln, oder? Verstanden. Sicher. BBF bereit. Aber sicher. Wo sind die? Nur zu. BBF einsatzbereit. Verstanden. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, langsam füllt sich da ein bisschen was. Davon brauche ich auf jeden Fall viel mehr. BBF bereit. Weil ich vor allen Dingen hier nochmal eine Raffinerie bauen muss. Aber erstmal zwei davon nochmal bauen. Kann's kaum noch erwarten. BBF einsatzbereit. Was wichtig ist? Erstmal aufs Bauen konzentrieren. Rache serviert man kalt. Noch ein Goliath. Sehr solide. Ja, oben muss ich noch hin oder hier oben dann halt. Da ein bisschen halt schnell abbauen. Und dann würde ich halt noch 3 für meine Armee. Ich habe den ersten Kanister abgeklemmt, Sir. Ich bringe ihn jetzt zur nächsten Kommandozentrale, wa? Wird gemacht! Ja, das ist sehr solide. Obwohl, ich brauche gar nicht so viele. Warten! Wenn das auch noch der Punkt ist. Gute Arbeit. Der erste Kanister ist voll. Nicht genügend Mineralien. Dann geh mal dahin mit. Besser gesagt dahin. Nur zu. Die gehen dann da rein und die nächsten 2 kommen auch zu der Armee. Dann muss ich hier schon mal nichts mehr abbauen, anbauen. Ja, wer freut sich nicht über Überstunden, ne? Der Tod kommt von oben. Kommt noch was? Befehle erhalten. Räum ja, das lassen wir doch nicht zu, mein Freundchen. Geht gleich knall. Worauf soll ich ballern, Sir? Doch, doch, doch. Soll ich irgendwas umlegen? Einfach Bescheid geben. Einfach Bescheid geben. Wow, Eigen erschreckt. Ja, ist easy. Davon brauchen wir auch ein paar mehr. Ja, ist mir egal. Ich möchte sie trotzdem schon mal hier als Sicherheit bauen. Nicht genug Vespingas. Nicht genügend Mineralien. Ah, verdammt. Jetzt fehlt's hinten und vorne wieder. Schlechte Neuigkeiten? Was wichtig ist? Was liegt an? Fürchte den Tod. Abmarsch bereit! Nur zu! Diese. Kann auch gleich 2 auf einmal abgebaut werden. Du baust der Razzien von 2 Orten gleichzeitig ab. Mutig, mutig, mein Freund. Damit wird's natürlich schwieriger, uns die Tal'Darin vom Hals zu halten. Easy. Aber umso schneller sind wir von diesem Felsen wieder runter. So ein paar hiervon noch. Von mir aus? Ja, die kommen auch alle hin.
Erstmal hier wieder welche. Benötige Unterstützung. Benötige weitere Depots. Basis wird angegriffen. Ernsthaft? Benötige weitere Depots. Ja, erstmal jetzt die Dogs auch noch bauen. Akkul jetzt noch. Kann man hier noch irgendwas upgraden? Nope. Die Depots kommen doch noch. Alles mit der Zeit, ne? Easy going, Leute. Oh mein Gott. Abmarsch bereit! Und der Drähte. Das läuft sehr gut. Weiter so. Ja, würde ich auch mal meinen, ne? Läuft sehr gut. Wir haben Ruf. Goliath online. Goliath online. Der Doktor ist da. Ja, erstmal ganz schnell zwei neue rein. Die Kaldarinen versiegeln einen Terrazin-Altar. Ja, nee, das tun wir jetzt nicht. Verstanden. Oh, das ist das Protoss-Artefakt. Sicher. Oh, fuck that shit. Hier komm ich! Machen wir ihm die Hölle heiß! Seht ihr! Bingo! Zerstört man hier nochmal alles. Wenn wir hier selbst die Freibahn haben, ne? Ja, wenn erstmal das Schild weg ist, na, dann geht's schnell. Nö. Ja. Los, los, los! BBF einsatzbereit. Wir gehen nicht den schnellsten Weg. Selbstverständlich. Los, Abmarsch bereit! Machen wir ihn die Hölle heiß! Mein Gott, das wird auch noch versiegelt, Das darf nicht so schnell gehen. BBF bereit. So. Aber sicher. Es ist schon versiegelt. Es ist noch ziemlich schnell. Schlechte Neuigkeiten? Ich brauche auf jeden Fall hier viel mehr von. Was nicht passt, mit BBF einsatzbereit. Von mir aus. Was liegt an? Verstanden. Der Doktor ist da. Empfänger Übertragung. So leicht werdet ihr nicht den Hauch der Schöpfung stehlen. Seid vorsichtig. Sie schicken ihre Schiffe rein, um eure WBFs auszuschalten. Schießt sie ab oder wir sind geliefert. Jederzeit. Ja, easy. Das soll gar nicht das Problem sein, ne? BBF einsatzbereit. Tschüss. Dafür bräuchte ich nochmal eine Kommandozentrale, wäre ganz nett, aber kann ich einen bohren? Nicht genügend Mineralien. Goliath online. Goliath online. Nicht genügend Mineralien. Button! BBF einsatzbereit. Durchgeladen und entsichert. Was wichtig ist? Schlechte Neuigkeiten? Über die Hälfte der Kanister haben wir schon. Was liegt an? Rache serviert man kalt. Nur zu. Goliath online. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wir gehen dann auch mal dahin. Unsere WBFs werden angegriffen. Nee, was wird denn das? Verstanden. Was
sollen das? Die Assis. Unsere WBFs werden angegriffen. Alter, was sind das für Assis? Die machen nicht gut Schaden mit den Scheiß. Oh mein Gott, warum sind die auch unterschiedlich schnell? Nicht genügend Mineralien. Was? Bereit machen, Jungs! Schneller vor. Sicher. BBF bereit. Warten! Sammeln wir die da erstmal. Ich stecke in Schwierigkeiten. Jawohl! Echt? Sind wir so hart in Gefahr? Wie viel? Oh mein Gott, ich kann die alle drei gleichzeitig abbauen. Was nicht passt, wird passen. Was liegt an? BBF bereit. Geht klar. Da muss ich ja gar nicht mehr helfen. Die gehen dann direkt dahin. Ausgezeichnet. Was liegt jetzt? Hier werden dann ein Raketenturm nacheinander gebaut. Unsere WBFs werden angegriffen. BBF einsatzbereit. Diese anmaßenden Terraner müssen aufgehalten werden. Ja, bla bla. Erschlagt sie alle. Benötige Unterstützung. Was liegt? Ich höre. Ja, alles. Ist so nichts dabei, außer dass eure Schiffe langsam extrem wehtun. Das sind so starke Schiffe hier, ne? Aber unsere Goliaths machen das schon easy peasy, ne? Da gibt's auch kein Dings, ey. Nur zu! Lesen, der Boss! Was liegt an? Wenn die schon alle abhauen, ne? Rache serviert man kalt. Mal schauen, wie krass, wie viele Gegner gleich kommen. Nicht zu viel versprochen. Ach, das war's das schon mit der Mission? Ein einziger Kanister. Oh, lol, easy. Das war der letzte Kanister. Ja, nice. Jungs, wir sollten unser Glück nicht noch länger herausfordern. Ja, dann ab raus hier. Easy. Alter, die haben einen einzigen... Aber ein WBF zerstört. Aber nicht mal einen, der was abgebaut hat, sondern einfach nur so einen. Ja, schade. Ja, das liegt daran, dass ich so gespielt habe, weil ich die WBS mitgeschickt habe mit den Robotern. Hätte ich die nicht mitgeschickt mit meinen Einheiten, wären sie auch nicht gestorben. Sie sind halt gestorben, weil sie in die Frontlänge ran sind. Aber ja, eine sehr, sehr, sehr nice Mission. Und was ich jetzt machen werde, ist mir jetzt die ganze Gespräche nochmal anhören, weil wir genug Zeit haben. Brücke der Hyperion, 23 Uhr Bordzeit. Ganz schön spät am Abend. Sir, ich habe eine kodierte Übertragung von einer Quelle aufgefangen, die ich nicht zurückverfolgen kann. Sie besagt, dass Tosh Teil einer geheimen Operation war, die Projekt Shadowblade genannt wird. Dabei wurden Yorium und Terrazin eingesetzt, um Ghostkräfte noch zu verstärken. Das stimmt. Wir werden Phantome genannt. Ghosts der nächsten Generation. Und wann genau hattest du vor, mir davon zu erzählen? Wir alle haben unsere kleinen Geheimnisse.
Geheimnis, Areno. Das heißt aber nicht, dass ich eine Gefahr für dich bin. Vielleicht nicht. Aber wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, könnte eine sein. Matt, irgendeine Möglichkeit, die Übertragung zurückzuverfolgen? Nein, Sir. Aber sie endet mit, ihr werdet bald wieder von mir hören. Das muss Minsk sein. Er versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Lass das nicht zu. Für den Augenblick warte ich erstmal ab. Zumindest bis ich rausgefunden habe, wer diese Übertragung geschickt hat. Aber ich werde dich im Auge behalten, Tosh. Du kannst es ja versuchen. Schiffsmesse der Imperium, eine Stunde später. Dum, 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 dum. Ja, ne, die Gespräche wieder wunderbar. Zwischen den einzelnen Leuten. Bei Sylter, Spartan-Kompanie. Nice, den hab ich zwar noch nie benutzt, ne? Na, was machen die? Na, das sind einfach Goliaths. Ja, ich benutze die eh nicht so häufig. Aber nett zu wissen, dass man sowas halt mal haben kann. Dann, werden wir jetzt einfach mal weitermachen, indem wir mit Tosh reden. Da oben. Ja, ich werde jetzt ein Gespräch führen, ich habe noch genug Zeit. Also reden wir jetzt mit Tosh. Du traust mir also immer noch nicht, Bruder. Solange du dich nicht entschieden hast, haben wir nichts zu besprechen. Er beschwert sich also, dass wir ihn noch nicht trauen. Hm, interessant. Dann reden wir jetzt mit Tychos. Tychos, Tychos. Keine Ahnung. Dieser Tosh ist nicht ganz dicht, Jimmy. Der murmelt die ganze Zeit in sich rein und spielt dabei mit den verdammten Puppen, die er da hat. Tja, weißt du, ich brauche halt jemanden, der deine gewählte Ausdrucksweise und guten Manieren ausgleicht. Der tickt doch nicht richtig. Ich habe ja nichts gegen Leute, die eine kleine Macke haben. Aber der Typ, der ist komplett irre. Ach, nur weil es dir nicht gefällt. Ja, das sind halt die Leute, die sagen immer, der Typ ist irre. Der Typ hat seine Traditionen und seinen Weg. Und außerdem wurde der Typ vermutlich nicht gerade freiwillig in diesem Ghost-Projekt behandelt. Ey, das gute iPhone-Eye-Gun. Eye-Piste war das ja, ne? Nehmen Sie das Leben aufs Korn. Beste Werbung ever. So, dann hören wir uns doch gleich mal die Nachrichten an. Was gibt's denn heutzutage zu berichten? Ich wiederhole, die Opferzahlen gehen in die Tausende. Eine Waffenfabrik der Liga ist vor einigen Stunden explodiert und hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die mehrere Wohnblocks in dieser Arbeitersiedlung in Schutt und Asche gelegt hat. Liga-Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es ein terroristischer Anschlag des berüchtigten Jim Rayner war. Aber unsere eigenen Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Fabrik von Kampftruppen mit ausgefeilten Tarntechniken infiltriert worden sein muss. Dies wirft eine Frage auf. Ist es möglich, dass Agenten des Ghost-Programms der Liga abtrünnig geworden sind? Für UNN berichtete Kate Lockwell von der Kernwelt Nefor 2. Oh, mal nicht zensiert. Ich habe schon die ganze Zeit gewundert, wann kommt der Cut zum... Wann kommt der Cut weg? Wann kommt sie weg? Wann wird sie weggeschnitten? Das habe ich schon gerechnet. Also, Banks will uns also Straftaten anhängen, damit unser Ruf in der Liga oder bei den Bewohnern halt sinkt. Eine effiziente Taktik, wenn die Leute nicht nachdenken. Weil wir gemacht es ganz sicherlich, denn wir waren ganz woanders. Gehen wir mal zum Labor. Ach, neue Gespräche. Gibt's hier was Neues? Nein. Hier? Nein. Dann gibt's hier auch nichts Neues. Bei den Forschungen, wir haben Protoss-Artefakte. Scheiße, wir haben nur eins von drei eingesammelt, ne? Ups. Man kann ja so viel machen, ne? Ja, aber wie ihr seht, ich benutze sie ja eh nicht so krass. Ich spiele gar nicht darauf an. Die helfen halt im späteren Spielverlauf viel mehr. Aber jetzt reden wir erstmal wieder mit Hansen. Ich habe die Tests an dem Terrazin-Gas durchgeführt, um die du mich gebeten hast. Es hat auffallend ähnliche Eigenschaften wie Vespin-Gas. Jedoch sind darin einige sehr exotische organische Zusätze enthalten. Irgendeine Ahnung, wozu es verwendet werden kann? Nun, es würde definitiv die Gehirnfunktion beeinflussen. Ich schätze, deshalb könnte es als Droge oder Aufputschmittel verwendet werden. Ah, Drogen, was? Das ist super. Ja, ich habe irgendwas Gefühl, dass Tosh
die Substanzen, die wir erst abgebaut haben und jetzt diese Gase, das du benutzt, Supersoldaten herzustellen mit Experimenten oder diese Sachen zu verkaufen, damit jemand anderes das hinkriegt, die dann also sozusagen nicht nur gehirnmäßig komplett abhängig sind von diesem Stoff, auf Droge sind sozusagen, sie nicht mehr klar denken können und bestimmte Eigenschaften auch haben, wie Zieheigenschaften. Ich habe das Gefühl, dass das sozusagen dafür benutzt wird, sozusagen Supersoldaten herzustellen, die aber nicht mehr klar denken können und komplett unter der Kontrolle sind, zum Beispiel von Mengs. Das ist meine Theorie. Natürlich muss man auch bedenken, dass ich so eine Theorie auch haben, vermutlich wird sie bestätigt, vielleicht auch nicht, aber ich habe ein bisschen Vorwissen, weil ich eben die Kampagne Heard of the Swarm schon gespielt habe und ich bestimmte Truppen schon kenne. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das nur jetzt meine Gedanken ist. Ich kann mich auch irren, dass das nicht so ist. Aber ja, gehen wir mal zum Arsenal. Ach, leider keine Gespräche mehr mit ihm, oder? In letzter Zeit sind wir selber richtige Piraten. Katschin. Nee. Aber wir haben hier neue Fahrzeuge und eine neue Basis. WBF. WBFs reparieren doppelt so schnell. Mehrere WBFs können simultan an ein Gebäude bauen, wodurch sich die Baugeschwindigkeit drastisch erhöht. Das ist beides gut. Das ist beides gut. Was hätten wir sonst als Fahrzeug? Goliath. Goliaths erhalten 3 Raketenreichweite und 1 Kanonenreichweite. Goliaths können Luft- und Bodeneinheiten gleichzeitig angreifen. Sowas von auf. Sowas von. Das ist sowas von stark. Und als nächstes werde ich dann auf die WBFs gehen. Ich verbessere lieber meine Truppen, anstatt irgendwelche Söldner zu kaufen. Aber ich müsste unbedingt jetzt endlich mal Protoss-Artefakte und Zerg-Artefakte mehr sammeln, weil sonst, ne, geht's ein bisschen weit weg, ne? Also verlieren wir ziemlich viele Möglichkeiten. Reden wir doch mal mit Matt wieder. Was hältst du von dieser verschlüsselten Nachricht, Matt? Ich weiß es wirklich nicht, Sir. Wenn Tosh tatsächlich eines dieser Phantome ist, wird Mengsk sicherlich versuchen, ihrer Zusammenarbeit ein Ende zu machen. Aber Tosh verschweigt uns etwas. Wenn wir diese Revolution gewinnen wollen... Ich weiß. Dann müssen wir uns auf unsere Verbündeten verlassen können. Ja, weise Worte. Sonst funktioniert das alles nicht. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Gucken wir doch mal ein letztes Mal auf die Mission, bevor wir diese Folge beenden. Ja, Deadman's Plot, Haven und Ziel. Oh Gott, ey. Wie oft... Ich bin echt nicht gut, bei sowas auszusprechen. Ja. Ziel. So wird es hier ausgesprochen. Haven, dann gehen wir jetzt als nächstes auf Ziel und dann auf Haven. Und, verbessern dann wieder unsere Truppen und alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, wie weit wir in der momentanen Mission sind, aber eigentlich nicht ganz so weit, würde ich mal schätzen. Wie gesagt, wir müssen mehr auf Protoss und Zerg-Artefakte gehen, weil ich habe schon so viele verpasst, ne? Das heißt, so weit werde ich eh nicht mehr kommen. Also nicht auf keinen Fall auf Max-Level, was natürlich schade ist, aber passiert. Ja, ich kann nur hoffen, dass ihr Spaß bei dieser Folge hattet und ich hoffe, ihr lasst eine positive Bewertung zurück. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Falls euch das Projekt nicht gefällt, dann könnt ihr es euch ruhig disliken. Das ist nicht ganz so problematisch, aber ihr könnt auch gerne in die Kommentare was schreiben. Das würde mich auch immer sehr freuen. Ich antworte auch ziemlich oft drauf. Ich habe ja auch noch nicht so viele Kommentare zu beantworten. Natürlich, auf manche Kommentare gibt es einfach keine Antwort, das müssen wir auch mal reflektieren. Was soll ich dazu sagen, wenn jemand einfach irgendwas schreibt? Manchmal kann ich dazu nichts sagen, weil es einfach, ja, ist halt so. Da sage ich entweder noch nice oder Herzchen oder Like geben. Das mache ich dann eher, anstatt darauf direkt zu antworten. Aber eigentlich lesen wir, habe ich bisher alle Kommentare durchgelesen, die ich bisher bekommen habe. Und das freut mich auch sehr, dass ich sehr oft positives Feedback auch bekomme. Obwohl ich persönlich weiß, dass meine Audioqualität noch scheiße ist. Eben. Ich meine, das Headset ist gut, keine Frage, aber es könnte mit einem Mikrofon besser sein. Ich habe einfach kein Geld für ein gutes Mikrofon. Das ist das Problem, was ich habe. Und ich möchte das Geld, was ich habe, auch für was anderes ausgeben, für was Wichtigeres in meinem Leben. Es ist eigentlich, dass ich gar kein Geld habe, sondern ich habe einfach das Geld, was ich jetzt habe, ist für was anderes gedacht. Das ist auch nicht überragend viel, aber das ist für was anderes gedacht. Das ist dann halt einfach so, muss ich halt einfach sagen, YouTube ist momentan immer noch mein Hobby, keine Arbeit. Ist zwar ganz nice, aber, ne, müsst ihr auch so sehen. Ich habe auch noch andere Dinge im Leben, die auch wichtig sind aus meiner Sicht. So. Aber ja, deswegen, ihr könnt doch diesen Kanal abonnieren, ne, um von diesem Thema wieder abzugehen zur Ableitung. Das würde mich auch ziemlich freuen. Und, ja, mich einfach unterstützen,
was ich sehr feiern würde. Und ja, man sieht sich dann in der nächsten Folge oder bei einem anderen Projekt. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.